Heiliger Geist, übernimm du jetzt die Kontrolle von diesem Video, übernimm du das Ruder. Danke dafür. Amen. Ich habe innerhalb kürzester Zeit jetzt Leute gehabt, die mich gebeten haben, ihre Zeugnisse von meinem YouTube-Kanal zu nehmen oder aus meinem Blog zu entfernen. Und das hat mich aufhorchen lassen, weil es so viele waren in so kurzer Zeit. Und all die Jahre davor ist sowas eigentlich jetzt nicht gewesen, also nicht in diesem Umfang. Und ich habe Jesus gefragt, Herr, was bedeutet das? Was ist los? Und Jesus hat gesagt, ich bestätige nur mein Wort. Ich bestätige nur mein Wort. Und dann hat es geklickert. Ich habe Anfang diesen Jahres die Botschaft rausgebracht für dieses Jahr, also Botschaft für 2018. Und in dieser Botschaft habe ich unter anderem darüber gesprochen, wie wichtig es dieses Jahr sein wird, sich ganz klar für den Herrn zu bekennen. Ich habe darüber gesprochen, dass viele in Situationen hineinkommen, wo sie eine Entscheidung treffen müssen, wo sie nicht mehr rumeiern können, wo sie sich entweder für Jesus oder gegen Jesus entscheiden müssen und werden. Jesus prüft, Jesus schaut, auf welcher Seite stehst du, bekennst du dich 100% zu ihm oder willst du dich lieber verstecken? Er schaut, ob du sagst, ja, ich gehöre zu Jesus Christus, ob du bereit bist, den Preis zu bezahlen, denn es kostet einen Preis, oder ob du lieber im Stillen dein Glauben leben möchtest und nach außen Jesus nicht bekennst, nicht zu ihm stehst. Er schaut sich das an. Und durch diese Prüfung wirst du erkennen, so wie Petrus erkannt hat, der Jesus verleugnet hat, wo er eigentlich steht. Ihm ist das hinterher aufgegangen und es tat ihm furchtbar leid. Diese Prüfung ist da, um dir zu zeigen, wo dein Glaube ist, wo du stehst. Und ich hoffe, dass du auf der richtigen Seite stehst, auf der Seite Jesu. Auf der Seite Jesu. Und ich glaube, dass das jetzt so geballt bei mir nochmal gekommen ist, dass ich dieses Video einfach nochmal aufnehme. Dass ich mir nochmal gesagt habe, ich werde da nochmal drüber sprechen. Auch wenn ich es Anfang des Jahres schon getan habe. Es scheint dem Herrn wichtig zu sein. Und ich weiß nicht, warum die Leute runtergegangen sind. Ich wage mir auch kein Urteil und mir ist es auch egal, weil es ist deine Entscheidung. Du wirst deine Gründe haben. Jeder hat seine Gründe. Nimm dieses Video, diese Botschaft einfach nochmal als Erinnerung daran, dass Jesus das wichtig ist und noch wichtiger sein wird, dass du dich auf seine Seite stellst. Jesus hat mir gesagt, wer an seinem Leben hängt, wird es verlieren. Und wer sein Leben um Jesu Willen verliert, der wird es gewinnen. Der wird es gewinnen. Weißt du, die Nachfolge Jesu, das Bekennen zu Jesus Christus hat seinen Preis. Glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe diese Entscheidung getroffen. Ich habe mich lächerlich gemacht in meiner Stadt. Die haben mit dem Finger auf mich gezeigt, die haben vor mir gewarnt. Ich war Buchautorin vorher, habe Lesungen gehalten und auf einmal hieß es, schade, dass ich mich so verändert habe. Ich hätte eine Gehirnwäsche gekriegt, die Leute haben mir böse Dinge an den Hals gewünscht. Der Preis war wirklich hoch. Meine eigene Ehre musste ich aufgeben. Das musst auch du. Deine eigene Ehre muss dir egal sein. Es muss dir egal sein, ob du vielleicht deinen Job verlierst, ob deine Familie vielleicht dich enterbt, so wie es uns passiert ist. Ja, das kann sein. Das ist der Preis, der Nachfolge. Mein Mann hat keine Aufträge mehr gekriegt wegen meinem Glauben, wegen meinem Dienst, der immer größer wurde. Wir hatten kein Geld mehr. Wir haben unser Haus verloren. Wir mussten den Flügel von meinem Mann verkaufen. Das war das einzig Wertvolle, was wir noch hatten, um die fehlenden Mieten zu bezahlen. Ja, Nachfolge hat einen Preis. Man wird umkämpft. Die Leute lachen über einen. Du verlierst auf der einen Seite etwas. Job, Haus, Acker, wie es in der Bibel steht. Mutter, Vater, Kinder, Angehörige. Aber du wirst auch dazu gewinnen. Schon hier in dieser Welt 100-fach und in der kommenden Welt das ewige Leben. Halleluja!
Sei bereit, diesen Preis zu zahlen. Vielleicht ist deine Familie gegen dich. Ja, meine war auch am Anfang gegen mich. Das war wirklich ganz, ganz schlimm. Das hat mich was gekostet. Aber wenn du dahin durchkommst, wenn du dich öffentlich zu Jesus bekennst, wird das ein Segen sein. Jesus segnet das und er schaut, auf welcher Seite du stehst. Und ich bitte dich, gut zu überlegen, welche nächsten Schritte du gehst. Mit dem Herrn oder ob du sagst, ich kenne ihn nicht. Ich hoffe nicht. Denn dann sagt Jesus auch, er kennt dich nicht. Wenn du dich halb zu Jesus stellst, wird er sich auch nur halb zu dir stellen, vor seinem Vater im Himmel. Ich möchte dir etwas vorlesen aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 10, Vers 32 bis 39. Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen. Denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Ich bin gekommen, um den Sohn mit seinem Vater zu entzweien, die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Die eigenen Angehörigen werden zu Feinden. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Halleluja. Halleluja. Ja, ich hoffe und bete dafür, dass du die richtige Entscheidung triffst, wenn du in diese Situation kommst, und es werden viele in diese Situation dieses Jahr kommen. Es werden Entscheidungen gefällt. Und Jesus schaut. Und ich bete dafür, dass du die richtige Entscheidung triffst, dass du Jesus anschaust, den Fokus auf Jesus hältst und ihn als ein würdiger Nachfolger vertrittst. Und den Menschen zeigst, wer Jesus ist. Egal, was es kostet. Egal, was es dich kostet. Es lohnt sich. Und ich habe zur Nachfolge auch einige Videos in der Playlist der Hürdenläufer und auch in der Playlist auf meinem Kanal Jüngerschaft und Nachfolge. Da findest du ganz viele Videos zu diesem Thema. Denn Nachfolge hat einen Preis. Brauchen wir uns nicht schönreden. Aber Zeugnis zu geben und Jesus zu bekennen, wird dich segnen. Und es geht darum, Schätze in den Himmel zu sammeln und nicht hier auf Erden. Hier ist alles vergänglich. Nichts bleibt davon übrig. Aber Jesus schaut, wer du bist in ihm und ob er in dir leben kann, ob er mit dir weitergehen kann. Und ich glaube, diese öffentlichen Bekenntnisse werden ganz stark gefragt. Wir werden vor richtigen Herausforderungen stehen, wo es uns alle einen gewaltigen Preis kosten wird, Ja zu Jesus zu sagen. Amen.